Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video sprechen wir über das Männerparfüm Leighton von Parfums de Mali. Wenn du da draußen gerade tatsächlich erst neu auf meinem Channel bist, ja, dann wird es Zeit, mein Freund, auf Abonnieren klicken ist komplett for free. Und wenn du Bock hast, folge mir auch gerne auf Instagram. Dort gibt es aber eher so private Einblicke von mir als auch einige Outfit-Posts. Also auch dort auf Follow klicken, ja. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. So Leute, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, ich habe aktuell eine Kooperation am Laufen mit Unique You. Falls du da draußen nicht weißt, was Unique You ist, ja, macht nichts, kein Problem. Ich wusste es bis vor kurzem auch nicht. Unique You ist ein sehr neues Konzept in Deutschland, ein Parfüm-Abonnement. Wenn du wissen willst, was Unique You ganz genau ist, dann check eines meiner letzten Videos ab. Dort erkläre ich im Detail, was Unique You ist. Und dort bekommst du auch 25% Rabatt auf den ersten Monat bei Unique You mit dem Code Daniel25. Das mal nur so am Rande. Dieses Video ist aber keine Kooperation mehr mit Unique You, nein. Ich möchte auch nicht der nächste Jeremy Fragrance werden, nein, ganz im Gegenteil. Und ich will auch nicht abartig viele Parfüms rezensieren. Aber ich habe mir halt gedacht, wenn ich jetzt schon von Unique You so viele Männerdüfte zugeschickt bekomme, dann will ich euch mindestens die Parfüms präsentieren hier auf meinem Channel, die ich persönlich mega, mega nice finde und die halt auch es wert sind, hier auf dem YouTube-Channel präsentiert zu werden. Und eines davon ist halt Parfums de Mali Leighton. Leighton ist ein sehr außergewöhnlicher Duft und ein sehr süßer orientalischer Duft. Falls du keine orientalische süßen Düfte magst, dann ist es nichts für dich, kann ich jetzt schon mal sagen. Aber falls dich das interessiert und falls du zum Beispiel One Million magst oder Hugo Boss Bottled magst, dann ist auf jeden Fall Leighton eine Alternative. Und als allererstes möchte ich euch einfach mal diese verschiedenen Duftakkorde vorstellen. Denn diese verschiedenen Duftakkorde von Kopf, Herz und Basisnote macht ja ein Parfüm auf jeden Fall so richtig unique. Also diese Mischung macht es halt, ja. Und bei Leighton ist diese Mischung halt echt mega außergewöhnlich, wie ich finde. Und das Parfüm hat halt auch so viele verschiedene Duftakkorde in den verschiedenen Noten drin, dass ich die euch als allererstes mal vorstellen möchte. In der Kopfnote haben wir Bergamotte, aquatische Noten, Mandarine und Grapefruit. Also ein sehr fruchtiges Gemisch in der Kopfnote. In der Herznote haben wir Seerose, Rose, Geranium und Adlerholz bzw. Oud. Und wenn du dich ein bisschen mit Parfüms auskennst, dann weißt du, wenn ein Parfüm Oud enthält, dann hält das Parfüm echt extremst lange an. Darauf komme ich später auch nochmal zu sprechen. In der Basisnote haben wir verschiedene Holznoten, als auch Ambra, Rosa Pfeffer, Vanille, Moschus und Kaffee. Wie ihr sehen könnt, auf jeden Fall eine sehr außergewöhnliche Duftkomposition und die Mischung macht es am Ende des Tages natürlich aus und macht diesen Duft einfach exklusiv. Und hier ist die Mischung meiner Meinung nach echt mega exklusiv. So Leute, und jetzt gibt es einfach nochmal ein paar Takte zum Duft an sich. Der Duft kostet 200 Euro für 125 Milliliter, glaube ich, oder 100 Milliliter. Müssen wir abchecken. Den Link zum Produkt packe ich auf jeden Fall wie immer in die Infobox rein. Aber Leute, für diese 200 Euro bekommt ihr echt einen mega, mega, mega nicen Duft, der auch extremst lange anhält. Also wenn du zum Beispiel jetzt Ewigkeiten Hugo Boss Bottle getragen hast, ja, der verfliegt im Laufe des Tages. Das passiert hier bei Parfums de Mali Leighton nicht. Du hast natürlich auch den Inhaltsstoff Oud im Parfüm drin und wenn du dich ein bisschen mit Parfüms auskennst, dann weißt du, dass Parfüms, die den Inhaltsstoff Oud haben, auch sehr lange halten und sehr intensiv riechen. Und das ist natürlich auch ein sehr intensiver Duft, muss man auch an dieser Stelle sagen. Und der hält halt extrem lange und das ist halt mega, mega nice. Ja, also wenn du es morgens drauf sprühst, ja, riechst du es abends immer noch. Also das ist echt mega cool. Und wenn du da draußen zum Beispiel Hugo Boss Bottled magst oder halt auch ein One Million magst, ja, diese süße, orientalische Duft, ja, dann ist Parfums de Mali auf jeden Fall eine Option für dich. Es ist halt eher verführerisch, ja. Man kann es halt auch perfekt abends zu einem Date tragen. Ich meine, du kannst es natürlich auch tagsüber tragen, gar keine Frage. Aber zu einem Date, wie ich finde, mega geil. Es ist halt so ein Playboy-Verführer-Duft, ja. Leute, testet den Duft einfach aus, der ist einfach echt mega nice. Und Hugo Boss Bottled ist ja auch so Apfel, Vanille, Zimtmäßig und so in diese Richtung geht es auch, aber nochmal ein Ideechen anders, ja. Also so könnt ihr euch vielleicht schon mal den Duft ein bisschen vorstellen, wie er so rüberkommt. Ja Leute, der Duft ist zwar nicht günstig, aber ich kann euch auf jeden Fall versprechen, falls ihr euch für diesen Duft entscheidet, ja, dann werdet ihr auf jeden Fall nicht enttäuscht sein. Und die südländischen Kollegen da draußen, ja, ich schwöre euch in die Hand, ja, das wird auf jeden Fall ein Duft sein, den ihr mega, mega geil finden werdet.
Also alle südländischen Freunde, die ich gefragt habe, ja, die fanden den Duft mega nice. Ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache, aber Leute, checkt den Duft einfach aus. Ich kann den auf jeden Fall mega, mega, mega empfehlen. Ja Leute, das war's für heute. Es wird hin und wieder mal ein Parfüm-Video von mir geben. Wenn ich ein Parfüm finde, was mega nice ist, was mir abartig geil gefällt, dann werde ich euch das nicht vorenthalten. Wenn euch das Video gefallen hat, macht gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich über euren Support. Jeder Daumen zählt. Und schreibt doch gerne in die Kommentare, falls ihr schon mal das Parfüm getestet habt oder falls ihr mal ein bestimmtes Parfüm getestet haben wollt. Macht's gut, bis dahin. Peace out.